Willkommen zu einem neuen Part Pokémon, Blaue Edition. Und ja, wir haben gerade den Kampf gewonnen und jetzt muss ich schnell mein Topsy heilen. Das ist ja K.O. gegangen, leider. Ja, dann heilen wir das und dann würde ich sagen, können wir auch schon weiterziehen. Ich glaube, es geht in den Vertania-Wald. So hieß das, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Und dann kommen wir auch in die erste Stadt mit der Arena. Und in diesem Wald gibt es aber auch nochmal ganz schön viele Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich mir nochmal neues Pokéball oder neue Pokébälle kaufen soll. Das wäre natürlich eigentlich schlau. Ja, ich habe jetzt Taubsi und Shiggy. Und die beiden trainiere ich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich noch andere Pokémon mitnehmen soll. Aber ja, ich sollte nochmal Nidoran fangen. Oder Nidoking, ich weiß nicht mehr. Es gibt ja immer die weibliche und männliche Version. Oh, den haben wir auch nicht. Habitat, genau. Ja, den müssen wir uns dann auch fangen. Aber das müsste, glaube ich... Ja, tauschen wir mal Shiggy aus und der soll dann ein bisschen Schaden machen. Ich hoffe, der tötet ihn jetzt nicht instant, aber ich glaube nicht. Tackle. Bitte, 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 bitte. Ja, okay. Ich denke, da kann ich nochmal einmal Tackle einsetzen. Dann hat er noch ein bisschen Leben übrig. Und dann können wir ihn fangen. Das wäre dann perfekt. Ich hasse dieses Heuler, ey. Ich bin so froh, wenn die Pokémon alle stärker sind und alle nicht mehr Heuler einsetzen. Heuler ist das Schlimmste, was es gibt. Mit Silberblick, oder wie das heißt. Und wir haben ihn gefangen. Ja. Wie gesagt, ich fange ja alle Pokémon, weil ich sie fangen will und nicht, weil ich sie haben will. Ich will einfach alle Pokémon sammeln. Und ja, wir können nochmal nach da gehen, aber da kommt ja, wie gesagt, auch die Pokémon-Liga. Da können wir ja noch nicht rein, aber vielleicht finden wir hier nochmal ein paar Pokémon. Okay, ratzfatz jetzt nicht, aber ein paar Pokémon, die wir gebrauchen können oder die wir einfach fangen können. Und dann schauen wir mal. Also ratzfatz besiegen wir jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, ich mache das jetzt einfach mit Shiggy, dann geht das schneller. Als mit Taubsi. Ja, ich wollte mal kurz sagen, mein Mikrofon ist ja ein bisschen am Popo. Also es ist immer lauter und leiser manchmal. Das kann auch daran liegen, dass ich mich bewege, aber ich weiß nicht, woran es genau liegt. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein neues Mikrofon. Also jetzt noch nicht, aber ich habe eins bestellt. Also bald sollte das dann auch gelöst sein, das Problem. Aber jetzt wieder zurück zum Thema Pokémon. Und ja, da wieder haben wir einen Ratzfatz an der Angel, aber das sollten wir wieder besiegen. Ich würde jetzt gerne mal die heißen beide Nidoran am Anfang, oder? Und die entwickeln sich ja später zu Nidoqueen und Nidoking. So war das, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Aber die haben unterschiedliches Aussehen, das weiß ich noch. Aber wenn ich jetzt nicht bald eins finde, dann gehen wir einfach, weil ich habe da jetzt gerade irgendwie nicht die Geduld für. Natürlich ist es gut, um Taubsi ein bisschen aufzuleveln. Aber theoretisch sind ja die Pokémon im Vertania-Wald stärker als hier. Dann wäre es eigentlich schlauer, eher in den Vertania-Wald zu gehen als hier. Damit Taubsi schneller auflevelt. Und ein Nidoran, weiblich haben wir. Level 2, das können wir mal mit Taubsi machen. Und noch einmal, dann können wir es fangen. Oder hat es sich schon gefangen? Nee. Nee, das hatte ich noch nicht gefangen, oder? Oh, hoffentlich. Oder habe ich es gefangen? Ich bin mir gerade so unsicher. Ja, okay, ich habe es gefangen. Okay, ciao, ciao. Wir brauchen. Genau, das weibliche hatten wir gefangen, aber das männliche müssen wir noch fangen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch finde. Ich hoffe. Aber wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Vielleicht finden wir das später ja noch irgendwo nochmal. Bei Ratzfatz bin ich mir ziemlich sicher. Ja, genau, damit es halt schneller geht, wieder Shiggy einwechseln. Immer diese Taktik. Erst das schwächere Pokémon vor und dann das stärkere. Und ja, Habitat tue ich auch später auch wieder auf dem PC, weil ich brauche den nicht. Ich habe ja schon Taubsi. Da brauche ich keinen Habitat. Ja, also Taubsi wäre cool, wenn es jetzt nochmal ein Level besser wird. Und hier beginnt auch schon die Pokémon-Liga. Ich gucke nochmal vorsichtshalber rein, aber ja, das hier ist der Eingang zur Siegerstraße.
Haupteingang, genau. Ja, nee, ich habe auch gerade irgendwie nicht mehr die Geduld dafür. Gehen wir einfach in den Vatania-Wald, dann wird Foxy auch schneller stärker. Und... wenn mich jetzt noch bitte. Ich würde aber gerne den Nidoking fangen, also den Nidoran männlich. Das wäre schon mal eine nice Sache hier. Aber ich finde die ganze Zeit nur diese blöden Ratzfatz... Ratten. Das sind so Ratten, ey. Ja, dieses Trainieren ist ein bisschen langweilig, ich weiß. Aber wenn wir ein bisschen stärker sind, dann ist es ein bisschen spannender. Und auch neue Pokémon, nicht die ganze Zeit so ein hässliches Ratzfatz. Ich finde Ratzfatz. Ich mochte das noch nie. Gibt es jemanden, der Ratzfatz mag? Wenn du Ratzfatz magst, schreib es in die Kommentare. Und Tausi erreicht Level 5. Und Sandwirbel. Oh, meine Hassattacke. Wo ich so Aggressionen bekomme. Aber natürlich, wenn ich sie einsetze, ist das gut. Hier oben braucht man, glaube ich, Zerschneider, um da lang zu gehen. Aber wir haben ja noch keinen Zerschneider. Eigentlich total der unnötige Weg, aber... egal. Jetzt zum Vatania-Wald, würde ich sagen. Habe ich die Arena euch schon mal gezeigt? Ja, ne? Dann auf geht's. Route 2, Vatania City. Oder warte, ist das... das ist Marmoria City oder ist es Vatania City? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es der Vatania Wald. Das weiß ich. Hier können wir auch nochmal nach Pokémon gucken, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas Neues sein wird. Ja, hier sieht man wieder Taubsi. Aber das Taubsi... ja, das haben wir ja schon. Ach ja, Habitak hätte ich mal zurückbringen können. Und bevor ich in den Vatania Wald losziehe, könnte ich auch nochmal meine Pokémon heilen. Eigentlich. Wäre das... eine gar nicht so schlechte Idee. Ich werde immer andauernd zum Pokémon Center, bei jeder Kleinigkeit. Keine Ahnung, fühle ich mich auch immer sicherer. Und bevor wir das nächste Mal auf Gary, ich sag immer Gary, weil ich ihn früher Gary genannt habe, glaube ich, bevor wir das nächste Mal auf Rot treffen, würde ich meine Pokémon nochmal richtig stark trainieren, weil ich habe keine Lust, nochmal den zu verlieren. Das ist voll peinlich gewesen. Ja, nur weil ich nicht wusste, dass er da steht. Das war voll unfair. Hätte man mich mal vorwarnen können. Ich glaube, das ist falsch. Hier müssen wir lang. Ja. Zum Pokémon Center. Poké. Und beim anderen steht Mark drauf, glaube ich. Heilen. Und ich könnte theoretisch eigentlich auch Habitak direkt mal auf den PC legen. Das wäre auch schlau. Oh, sorry, ich muss mir gerade gehen. Ein bisschen alles so anstrengend derzeit. Jasmin schaltet den PC an. Jemand das PC? Da werden wir noch später erfahren, wem der PC gehört. Also wer das erfunden hat. Und dann legen wir unseren Habitak hier ab. In Box 1. So, oh, lauf mir nicht in den Weg. Jetzt geht's aber ab in den Vatania-Wald. Da werden wir auch ein paar neue Pokémon finden. Aber ich glaube, da wir neue Pokémon finden, wäre es eigentlich ganz schlau, ein paar Pokébälle mitzunehmen. Ich gebe mein ganzes Geld für Pokébälle aus. 5 müssten reichen. Dann habe ich noch 200, okay. Ich brauche mehr Geld. Ich muss gegen mehr Trainer kämpfen. Bei Trainerkämpfen bekommt man ja auch immer ein bisschen Geld. Gott. So. Jetzt aber in den Wald rein. Und vielleicht finden wir ein paar neue Pokémon, wie gesagt. Auf jeden Fall finden wir. Also Hornui gibt's da bestimmt. Und Saftkorn, Saftkorn. Ich weiß gerade nicht, wie Saftkorn. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Oh mein Gott. Und. Ah, sorry. Sorry, tut mir leid. Mein Mikrofon hat ein bisschen gespackt. Ja, ich bin ganz froh, dass ich bald Neues hab. Aber ich glaube, ich habe das Falsche gekauft. Also das falsche Bundle. Ich nicht das Falsche gekauft, aber... das erkläre ich euch irgendwann mal anders. Das dumme Ratzfatz haben wir jetzt auch besiegt. Und Taubsi ist Level 6, endlich. Aber es dauert noch ein bisschen, bis Taubsi auf dem Niveau von Shiggy ist. Und Shiggy können wir auch mal so richtig trainieren, dass er sich auch mal weiterentwickelt. Ja, Vatania Wald.
Dann soll man sich angeblich verlaufen. Hast du schon einen Ratzfatz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist toll. Nein, ich hasse Ratzfatz, wie gesagt. Beziehungsweise, er ist mir unsympathisch. Bist du ein Trainer? Okay, seine Freunde haben ihn schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Ja, okay, dann kämpfen mal. Oh mein Gott, ein Pikachu! Ich will's haben! Windstoß. Ich hoffe, bitte, ich will ihn nicht besiegen. Okay, dann muss ich ihn jetzt fangen. Oh, Pikachu hat auch Heuler. Item, Pokéball. Komm, Pikachu, nicht raus, nicht raus. Bleib drin. Yay, wir haben Pikachu gefangen. Ein neuer Pokédex-Eintrag. Das ist gut. Jetzt haben wir einen Pikachu. Ich glaube, den behalte ich sogar erstmal. Ja. Da vorne ist auch ein Pokémon-Trainer. Ich würde sagen, wir kämpfen, aber noch nicht. Obwohl, eigentlich bei Pokémon-Trainer kämpfen bekommt man am meisten Erfahrungspunkte. Hey, willst du nicht mit mir kämpfen? Ja, immer genug Pokébälle dabei haben. So bin ich auch vorbereitet. Aber bei Trainerkämpfen bekommen wir halt mehr Erfahrungspunkte als mit so normalen Kämpfen. Da ist ja endlich der erste Trainer, den wir hier begegnen. Da kämpfen wir mal direkt gegen ihn. Damit unser Taubsi ein bisschen auflevelt. Was für Pokémon hat er? Von Louis, war ja klar. Level 6. Oh, mein Taubsi ist auch Level 6. Das ist ein Kampf auf Augenhöhe, aber weil ich cool bin, tausche ich jetzt Pikachu ein, damit er auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Hoffentlich stirbst du nicht. Ja, okay, gut. jetzt Shiggy reinsetzen. Und dann kriegen Pikachu und Taubsi beide Erfahrungspunkte. Und die leveln höher, also schneller auf. So ist meine Taktik. Also ich weiß auch nicht, wie man eine andere Taktik haben könnte. Also, keine Ahnung. Wie soll man es sonst machen? Ja. Tackle geht so ein bisschen, aber noch einmal. Und dann ist der tot. Und dann hat er noch ein Pokémon, habe ich gesehen. Aber das besiegen wir auch locker. Ja, get wrecked. Steigt Pikachu auf? Nein. Vielleicht bei dem nächsten Pokémon Raupi. Ja, das müssen wir auch noch fangen. Hornui und Raupi müssen wir beides noch fangen. Ja, ich würde jetzt aber Pikachu vorne dran setzen. Ich hoffe, er überlebt. Und dann wieder austauschen. Oh, sorry, ich bin irgendwie müde, ich weiß nicht warum. Als Taubsi. Aua. Und jetzt. Oh. Ich probier's mal so. Aber ja. Ging daneben. Nochmal. Ich glaube, ich besiege den jetzt einfach. Das sollte ich hinbekommen. Noch zweimal Windstoß und dann wäre er weg. Ja, jetzt noch einmal. Mit seinem Fadenschuss kann er mir nichts anhaben. Nur, dass er als erstes angreifen darf, aber er setzt eh nur Fadenschuss an, also bringt das sowieso nichts. Und Hoppy wird besiegt. Und Pikachu steigt auf, Level 4, yay. Ich muss aber beide Pokémon mindestens auf Level... Alle drei Pokémon mindestens auf Level 15, würde ich sagen. Bevor wir zur Arena gehen, oder? Oder schon eins besser? Level 20? Schreibt es mal in die Kommentare, Level 20 oder Level 15? Das ist sehr interessant. Ein Hornui, das fangen wir uns auch direkt mal. Und Windstoß. Jo, das zockt ihm so viel, der ist gleich tot, Mann. Deswegen muss ich jetzt den Pokéball einsetzen, damit ich ihn fangen kann. Ansonsten ist er weg. Wenn er jetzt... Okay, ich dachte schon, wenn er jetzt ausbricht, dann... Aber ich würde sagen, schwächere Pokémon brechen sowieso immer weniger aus als stärkere Pokémon. Und wenn man die paralysiert und sowas, dann sind die halt auch ein bisschen gelähmt und brechen auch nicht so schnell auf. Das ist mein Trick bei so starken Pokémon. Oh.
ein Safcon. Safcon, oh, die setzen immer Härtner ein. Und das ist das Problem, wenn die Härtner einsetzen, brechen die auch leichter aus. Eigentlich müsste ich ihn schnell fangen. Einmal Windstoß und direkt den Pokéball versetzen. Aber ich weiß nicht, ob das genug ist. Ich muss jetzt den Pokéball werfen. Sonst ist das vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob er immer noch ausbricht. Ich glaube, er bricht aus. Ja, aber ja klar, ey. Ich muss ihn direkt am Anfang fangen. Das ist jetzt eigentlich schon verloren. Also, nicht verloren, aber... Es bringt eigentlich nichts mehr, weil er... so viel Härtner eingesetzt hat. Dass er immer aus dem Pokéball ausbrechen wird. Egal, was sie machen. Ich kann es auch versuchen, jetzt zu werfen, aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Vielleicht nochmal Sandwirbel, dass er ein bisschen Genauigkeit verliert. Ja, Mann, das ist jetzt die einzige Chance, die wir jetzt noch haben. Okay, jetzt ist der vollkommen... Bitte noch ein... Oh, okay. Ja, egal, das hat sowieso nichts gebracht. Beim nächsten Safcon muss ich einfach direkt den Pokéball werfen. Oder einmal angreifen und direkt den Pokéball werfen, weil sonst bringt das nichts. Wenn die schon so richtig hart sind. Bei Vergiftung hat sich das Gegengift aus dem Pokémon-Supermarkt bewährt. Wow, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ah, noch ein Pikachu, aber dich muss ich leider töten. Sorry, Bro. Ich habe leider schon ein Pikachu. Zwei brauche ich nicht. Aber du dienst uns gut, indem du da bist, damit wir an dir leveln können. Okay, das war sehr effektiv. Ich würde mal sagen, ciao. So, ich würde auch gleich mal wieder zum Pokémon Center gehen, weil ich so eine Memme bin. Und, ja. Auf zum Pokémon Center. Und der Part ist auch schon wieder gleich vorbei. Ja, ich weiß auch, dass Pokémon nicht so viele Aufrufe bekommt wie die anderen Sachen, aber es macht mir Spaß und das ist einer meiner ersten Nintendo-Spiele gewesen. Es war sogar mein erstes Nintendo-Spiel. Ich glaube, ich gehe falsch, ja. Es war das erste Nintendo-Spiel, was ich je hatte. Lass mich überlegen. Ja, müsste eigentlich sein. Und deswegen spiele ich das jetzt auch, auch wenn ich immer nur 50 Aufrufe pro Part bekomme. Oder auch 0. Ja, okay, 0 wäre schon ein bisschen bitter. Also lasst uns versuchen, mindestens 50 zu bekommen. Ja, dann sag ich, tschüss, bis zum nächsten Part. Ich muss hier irgendwo speichern. Ja, okay. Ciao.